Lars Riedel, José Carreras Golf Cup. Du bist einer der großen Unterstützer der José Carreras Leukämie Stiftung und natürlich auch immer als Golfer aktiv. Wie war es diesmal in Tirol? Ja, wir hatten hier ein sehr, sehr schönes Golfturnier. Muss man sagen, ein traumhafter Platz. Also diese Natur, wie da hier reingebaut worden ist, da hat jemand richtig Ahnung gehabt. Auch diese Farben, die heute waren. Also es war ein geschenkter Tag. Dann hat man noch einen tollen Flight. Die Bälle sind einigermaßen gut geflogen, bis auf zwei, drei Löcher halt. Die kannte ich natürlich alle nicht. Bin das erste Mal hier auf dem Platz, aber hier werde ich sicherlich nochmal herkommen. Nach dem Coming-in warst du plötzlich verschwunden, weil du hattest nochmal eine Rechnung offen. Was hast du gemacht? Ich hatte nochmal mit zwei Paar Fünfs eine Rechnung offen. Das heißt, die musste ich nochmal so spielen, wie sie gespielt werden müssen. Also ich kannte die ja nicht und deshalb jetzt nach dem ersten, sozusagen nach den ersten 18 Loch, habe ich gesagt, komm, da fahre ich nochmal hin und habe die dann auch richtig gut gespielt, zweimal Birdie. Der eine war sogar knapp an dem Eagle vorbei, also so wie man die eigentlich spielen müsste. Gut, das ist halt typisch Sportler. Am Ende ist es eigentlich so, dass das Wichtigste ist natürlich halt, dass wir hier sehr, sehr viele Leute hatten, die Riesenspaß beim Golfen hatten und die aber auch Riesenspaß beim Helfen haben. Und das ist ja eigentlich das, warum wir hier sind. Zum Schluss gibt es noch das Putten, auch für den guten Zweck mit Einsatz. Ist lustig. Richtig lustig halt. Wir haben einen guten Weinausstatter hier. Und die Jungs sind gut drauf und ja, das mit dem Putten ist eine schöne Idee und es kommt auch wieder ein bisschen was rein. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke.